Es gibt wieder ein Castle Bordess hier bei Zelda Ocarina of Time mit mir, Tja, und meinem Gast, Flo-Grimme. So ist es. Und wir rocken einfach mal die Bude hier im Feuertempel, ne, wie jeder weiß von den vorigen Parts. Und jetzt werden wir das Ding einfach mal schaukeln und den Endboss vermutlich klatschen. Ja, vermutlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und hier haben wir wieder dasselbe Rätsel. Aber wir sind ja wieder schlauer geworden und lassen da einfach eine Bombe runterfallen und sage: Sesam, verschwinde! Sesam, verschwinde dich! Nicht. Ja, das ist perfekt. Sesam, verschwinde dich. Scheiße, da kommen wir nicht hoch. Oh. Total toll. Aber es funktioniert. So. Da. Das erinnert mich an die Teile von Mario, wo man auch an so einem Gitter rumkrabbeln musste. Stimmt. So. Leute, in diesem Raum kriegen wir das Relikt. Hey! Na endlich, ne? Ruffklapper. Das klingt nach Spaß, endlich mal. So, Scharfschützentraining, nicht wahr? Mhm. Na dann zeig mal, was du bei mir gelernt hast. Oh, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Stopp! Oh Mann, das ist blöd. Das ist blöd, weil ich muss auf der linken Seite die Zickknöpfe halten und muss dann mit meiner rechten Hand den Controller lenken. Von daher bin ich sehr schlecht. Vielleicht kannst du den Fanghaken. Haha! Nee, komm, das ist verschwendete Zeit. Pepper! Happy, Pepsi! Hä? Steak! Das Feuer ist weg. Steak! Und das tickt. Oh, Kiste. Beinahe, hier fällt man, wenn man hier runterfällt, darf man wieder ganz nach oben laufen. Viel Spaß nur. Merken, nicht runterfallen. Oh, ganz spannender Moment. Was ist das Relikt der Geruhen? Ein Hammer. Betten? Richtig! Der Stahlhammer. Drücke C, um ihn mit Objekten zu schlagen. Du brauchst beide Hände. Oh, also ein ziemlich großer Hammer. Wir brauchen keine Bomben mehr, sagen wir, formulieren wir es mal so. Damit können wir nämlich alles und jeden kaputt schlagen. So, das dahin, ja, das sollte eigentlich so passen. Spielstand. Doch, wir bräuchten Bomben, um mal was wegzusprengen, so Wände, wisst ihr, aber das ist ja relativ selten. Dann zeig mal das Relikt. Jetzt wollen sie auch alle sehen, jetzt wo wir schon die letzten 50 Milliarden Geiseln gerettet haben, die uns drauf geil gemacht haben. Also, ja. Was ist es denn nun, hm? Pass auf. Zeig mal. Pepper, zack! Oha! Ziemlich fetter Hammer. Yes, sir! Und dann können wir das hier auch entfernen. Boom. Schon cool, der Stahlhammer, besonders das hier. Patz! Das macht richtig Schaden. Leute, ich habe euch ja mal erklärt, wie die Waffen immer Schaden verursachen. Ich habe keine Ahnung, wie der Stahlhammer hier Schaden macht. Keine Ahnung, tut mir leid. Vielleicht macht er genauso viel Schaden wie das Figurunschwert. Dafür muss man aber, wie ihr seht, ganz langsam zuschlagen und man muss einen Zielknopf benutzen. Und beide Hände benutzen. Scheiße. Ja, genau, beide Hände benutzt man, hat kein richtiges Schild. Ist zwar beim Figurunschwert auch der Fall, aber naja. Ach so, na gut. Na, das ist ja nicht schlimm. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Zacken. Aha, damit können wir Stufen machen. Finde ich cool gemacht. Jetzt seht ihr die Macht des Stahlhammers. Ja. Oh scheiße, ging jetzt gar nicht aus dem Sprung. Schön in der Luft mit so einem Hammer, so epischerweise der an Schalter an vorbeispringen. Ja Mann. Dieser Schalter ist zu hart für uns. Den können wir nur mit dem Stahlhammer aktivieren, was aber trotzdem irgendwie gerade nicht geht. Geh runter! Na, das ist ja ein tolles Relikt. Ey. Oh, da kann man. Wenn ich mit dem Stahlhammer drauf hau, geht's nicht. Ah. Das ist sogar der leichteste Schalter, den es gibt, Leute. Upsi. Kleine Verwechslung. Verrostete Schalter sind natürlich die man am schwierigsten hinunterdrücken kann. Und ich glaube, ich habe da eben die andere Stahl... Nee. Ja, noch Holzkiste meine ich. Oh! Ach, hättest du die jetzt kaputt gemacht, wären wir am Arsch, oder? Nö, Raum verlassen, Raum wieder reingehen. Sind sie wieder da. Aha. Und zack. So wird's gemacht. Tja. So, hier brauchen wir das Relikt. Flieg und Sieg. Happy. Kein Schaden. Und hier ist das mit dem Verrosteten. Steak! Das ist auch kein Steak-Link.
Lern dazu, bitte. Listen! Das üben wir noch mal. Der Schalter sieht verrostet aus. Boah, ich habe ihn doch gerade aktiviert. Navy, du bist so doof. Ah, ja, kommt uns bekannt vor, oder? Mhm. Kommen wir da rüber? Oder ist das jetzt irgendwie ein verschwendeter Sprung? I don't know, Niggi, I will try it. Ah, nein. Verschwendeter Sprung. Richtig. Scheiße. Ich hoffe, ich gehe richtig. Und nicht wieder noch mehr zurück. Ja, das müsste der richtige Weg sein. Jetzt sind wir wieder in dem Raum. Falscher Weg. Schau. Irgendwie konnte man hier noch was verschieben. Das hier ist der richtige Weg. Oh ne, ja, Leute, jetzt dürfen wir den ganzen Weg nochmal machen. Moment, wir sehen uns dann wieder an der Stelle, wo ich dummerweise ja runtergesprungen bin. Gut, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und unser Fehler, den gab es nie. Das ist genauso eine Verschwörungstheorie wie die Mondlandung oder das World Trade Center. Nee, Spaß beiseite, aber wir wollten nur auf epische Weise zeigen, wie man es nicht macht, auf alle Fälle. Das stimmt, ja. Wir werden das Teil hier jetzt auf jeden Fall erstmal runterkommen. Ja, der Hammer regelt. Das ist die riesige Säule gewesen, wisst ihr? Ganz am unten von dem Raum. Wenn man jetzt nach ganz unten guckt, da geht es nach zum Boss. Aber wir müssen irgendetwas an dieser Stelle machen. Aber ich habe es halt falsch gemacht. Nur wie macht man es richtig, ist die Frage. Rüberfanghaken irgendwie. Leute, Moment. Irgendwie ging das, ich weiß es nicht. Moment, maybe. Hey, sieht das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Irgendwas war doch hier. Benutzt vielleicht die Ocarina. Ja, aber da müssen wir nah dran stehen. Das ist das Problem. Ätzend. Ja. Moment. Ranziehen können wir auch nicht, das habe ich mir gerade gedacht. Ich benutze einmal ganz kurz die Ocarina, auch wenn es nichts bringen wird. Ich probiere es mal eben. Kann die Lieder natürlich. Manche kann ich so perfekt und manche kann ich gar nicht. Da, na, na. Oh. Tja. Jetzt müssen wir nur noch rüberkommen, ist das. Das ist jetzt das nächste Problem. Scheiße. Da. Kannst du dich nicht da. Ich habe mir überlegt, wieder nach oben zu gehen und von da aus runter zu springen. Weil ich einfach gerade nicht weiß, ich bin gerade zu doof, ich weiß nicht. Ah. Das ist toll. Ich sag doch, ohne Flo werden wir hier ausgeschmissen. Tja, Ocarina hier, ne? Ich weiß Bescheid und so. Kabäh! Reinste Ironie, aber irgendwie schon. Irgendwie weißt du doch Bescheid, obwohl du nicht Bescheid weißt. Instinktiv habe ich. Ne? Ja. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Hey, du hast mich gerettet. Dafür vertraue ich dir etwas an. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Goronen kannst du auch dieses Problem lösen. Das wusste ich schon. Da müssen wir nämlich als nächstes hin. Welches Problem lässt sich mit einem riesigen Stahlhammer denn nicht lösen? Hm? Weiß ich nicht. Schlüssel. Hey! In den kleinen Schatztruhen sind meistens immer Schlüssel dran. Mhm. So, und hier können wir jetzt auch hoch. Da. Und wir machen uns das mal. machen es uns einfach. Gleich wieder zu. Wollen uns nicht. Und sind cool und springen hier runter. Da! Oh, scheiße. Aber es gibt keinen Fallschaden. Seht ihr? Es ist zwar sehr unlogisch, aber welche Spieler. Liegt an der Feuerrüstung. Ja, Mann. Der wäre epic. Zip. Flop. So. Wir sind wieder ganz am Anfang des Tempels, kennen wir schon. Pepsi. Papa. Steak! Kein Steak, schade. Moment, von der Seite. Ah, Mann. Jetzt. Zack. Zack. Jetzt ergibt das auch ganz letztendlich alles einen Sinn. Hier ist nämlich die letzte verschlossene Tür. Hier bekommen wir den Masterschlüssel und dann geht's auch zum Boss. Aber vor müssen wir natürlich noch mal was erledigen. Link! Ich will nicht das Viech anvisieren, aber hab trotzdem das Viech, was ich töten wollte, gekillt. Tja. Naja. So machen das die Pros. So. Stahlhammer! Oh!
Das hat die umgedreht, die Viecher. Tja. Lololololol. Fanghafen. Hey. Das hat alle in der Nähe umgeworfen. Mhm. Die kommen jetzt auch nicht mehr hoch. Sieht ganz schön scheiße aus. Moment. Bam! 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 Okay, scheint wohl die doch nicht so viel Schaden zu machen. Moment. Wollt ihr? Hey! Okay, der ist schon taub. Hä? Hä? Ah, die Tür ist offen. What the fuck? Sesam, tu dich öffnen. So. Vor den Teilen höchste Vorsicht geboten. Nicht vor den Steinplatten, sondern vor diesen Saugnäpfeln da. Vor dem wabbelnden Ding da, oder? Ja, genau. Das klaut dir deine Rüstung und dein Schwert. Und dein Schild. Nee, Schwert nicht, aber Schild. Und das Teil hier, das ist richtig gefährlich, Leute. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da keinen Fehler mache. Oh. Moment. Ha! Zack! Ja! Scheiße. Wenn er saugt, dann kann man ihn gar nicht treffen. Was soll der Scheiß dann? Jetzt ist er down. Und wenn man ihn schnell genug killt, dann kriegt man seine Sachen nochmal zurück. Und jetzt wisst ihr, warum man die Grundrüstung und sowas nochmal erneut kaufen kann. Gerade wenn man so doof ist und in so ein Viech reinkommt und sich das auch noch alles abnehmen lässt, dann kann man sich das alles wieder kaufen. So, und da kommt wieder so ein Viech. Und das hat, der hat uns ja gesagt, mit dem Stahlhammer kriegen wir auch solche Tanzen in Flammen dauern. Ah! Noch einfacher gemacht, nicht wahr? Moment. Oh, jetzt habe ich ihn wieder geschlagen. Aha, mit dem Hammer scheint es nicht zu nützen. Ich werde trotzdem auf ihn drauf springen damit. Bam! Macht er da aber vielleicht nicht mehr Schaden. Zack, nochmal. Steak! Sieht einfach cooler aus. Genau. Und wir brauchen den Fanghaken nicht mehr, sondern hauen ihn einfach so eins auf die Birne. Zack! Zack, Start, Steak! Zack, Start! Skbam! Und Skidush! Und Skidush! Oh Mann! Links, rechts, links, rechts! Bam! Oh, er geht wieder zurück. So, jetzt ist er grün und dann ist er auch tot. Richtig. Kabam! So, du Mist. Yes, Faker, Steak, Steak, ah! Oh, oh. Steak. Steak. Er ist down. Abgewehrt. Steak. Gib mir Steak, du Mistviech. Eine Truhe. Es leuchtet. Und es ist eine kleine Truhe. Happy. Falsch rum. Jetzt bin ich gespannt. Bomben. Ah, das gibt einen Hinweis. Wenn man jetzt nochmal auf die Karte gucken würde, sieht man, dass wir hier längs können. Unfalla! Ich dachte, wir können. Jetzt sprechen wir mit den Bomben. Naja, okay, an der Stelle machen wir nochmal Pause und im nächsten Part geht es dann an Mrs. Vagina an den Kragen. Bis denn.